Es wirkt wie eine Horrorfilmkulisse, ein verlassener U-Bahnhof unter dem Rathaus von Ludwigshafen. Seit fast 10 Jahren ist hier nichts als Leere. Keine Menschen, keine Bahnen, gar nichts. Aber irgendjemand muss hier nach dem Rechten sehen. Verkehrsmeister Thomas Kempe ist der Aufseher der Unterwelt. Am Anfang war es schon ein bisschen komisch, weil hier totale Ruhe herrscht und Dunkelheit. Ja, ungewohnt sind zum Beispiel, wenn man hier alleine unten hockt, die Geräusche, die manchmal so entstehen können. Da denkt man immer, da draußen läuft irgendjemand rum oder so. Aber wenn man weiß, wo es herkommt, dann ist, wie gesagt, dann ist das alles kein Problem. Fürs Fürchten hat der 52-Jährige auch gar keine Zeit. Er muss neben dem Geistergleis das RNV-Liniennetz in Ludwigshafen im Überblick haben. Das heißt, Signale an Fahrer verteilen, sicherstellen, dass Abschnitte frei sind und oft auch Störungen beheben. Ein Job, der um 4 Uhr am frühen Morgen beginnt und für 8 Stunden volle Aufmerksamkeit fordert. Mein Ziel ist, wenn ich zum Dienst komme, dass egal, was zurzeit im dienstlich anliegt, dass die Störung schnellstmöglichst bearbeitet wird und der Fahrer oben weiß, da unten sitzt jemand, der mir hilft und der sagt mir genau, was ich zu tun zu lassen habe und dass der Verkehr oben wieder reibungslos und schnellstmöglich wieder läuft. Der Kontakt zu seinen Kollegen in den Bahnen läuft über Mikrofon oder Telefon ab. Wirklich vor Augen hat Thomas Kempe während seiner Arbeitszeit im Untergrund selten jemanden. Umso mehr freut sich der Familienvater, wenn er nach Hause kommt. Der Ausgleich ist mein Zuhause halt. Ne? Da bin ich viel in der frischen Luft. Und das kommt darauf an, wie man sich selbst fühlt. Manche Tage ist man froh, dass man ein bisschen Ruhe hier hat hier unten. Andere Tage ist halt. Dann muss die Familie herhalten, wenn man nach Hause kommt. Mittags nach getaner Arbeit kann der Aufseher der Unterwelt dann zu seiner Familie. Ab und zu fährt er auch selbst mit der Bahn. Denn mit der RNV ist Kempe, wie er selbst sagt, mit gutem Gefühl unterwegs.